Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt Regensburg. Mein Name ist Sandra Gensicke, heute wieder zum Thema angewandte Verhaltenstherapie. Aktuell aus dem Leben, was ist passiert? Ich war mit meiner Familie im Heidepark Soltau und wir haben dort einen super schönen Tag gehabt, eigentlich 3 Tage. Und am ersten Tag hatte ich Angst. Mir war mulmig, die ganzen Achterbahnen, ich weiß, dass ich schon einmal mir ziemlich übel geworden ist. In den letzten Jahren bin ich mit meiner Tochter mal eine Achterbahn gefahren und dachte, boah, ey, das kann ich überhaupt nicht mehr. Und mit diesem Gefühl bin ich dort reingegangen und Katastrophendenken, negative Gedanken, negative Gefühle. Alles baute sich auf. Das heißt, ich habe gedacht, wenn das wieder passiert, was mache ich dann? Mir taugt das alles gar nicht. Wie soll ich mich verhalten? Also Katastrophendenken, was passiert, wenn? Zukunft, wir wissen es mal wieder nicht, aber auch diese Gedanken haben ein unangenehmes Gefühl ausgelöst und ich hatte Angst. Das habe ich auch kundgetan, meiner Familie zu sagen, ich mag eigentlich überhaupt nicht und mir taugt das hier gar nicht. Ich habe eine wunderbare Familie, die darauf erstmal gar nicht eingeht. Genau das Richtige macht, ein Muster unterbricht und sagt, du weißt das gar nicht, du weißt nicht, was in der Zukunft ist. Du hast mit uns ganz oft schon in Freizeitparks gewesen, du bist mit uns gefahren, du hast Spaß gehabt, probiere es erstmal aus. Super, genau das Richtige, gar nicht eingehen auf diesen Troll und auf diese negativen Gedanken. Wir können nicht in die Zukunft blicken, wenn es nichts ist, kann ich immer noch aufhören, aber erstmal sagen sie, komm, mach mit, also rein in den Park, die erste Achterbahn. Naja, prickelnd war sie nicht, muss ich schon sagen, weil so viele Loopings und hoch und Schrauben und runter und naja, irgendwie taugt es mir nicht so. Aber mir ist nicht weiter was passiert, also mir war auch nicht so übel. Und wir gehen weiter und kommen an eine andere Achterbahn, die heißt dort im Heidepark in Soltau Krake. Phänomenal, man fährt oben, auf einmal bleibt das ganze Ding, dieser Wagen stehen, klappt nach vorne, man sieht, wie man runterfällt, so ganz unangenehm. Und dann geht es erstmal einfach runter, wusch, alles schreit. Ja, und meine Töchter, yeah, yippie, wir wollen rein. Und sofort ging es da wieder los, ich mag nicht und was mir passiert, mir wird übel, wir lassen das lieber. Zum Unglück war es so, dass auf der Wagen vor uns eine Panne hatte, sodass das ganze Ding gestoppt wurde. Macht ja nichts. Geht ja sofort im Kopf wieder los. Was ist, wenn dir auch was passiert? Angst steigt auf. Das Gedankenkreisen geht weiter. Was machen? Naja, so langsam ist ja alles da an Wissen. Natürlich bei sich bleiben. Ah, du weißt nicht, was passiert. Die kriegen das wieder hin. Das wird schon. Und meine Kinder ganz trotzig. Oh, komm. Wir schaffen das trotzdem, alle anderen sind gegangen, weil es länger gedauert, meine Kinder gleich nach vorne und gesagt, hey, wir stellen uns in die erste Reihe. Ja, gut, bei der nächsten Fahrt waren wir natürlich auch dran. Wir standen da oben, wir sahen, wie es da unten in die Tiefe geht. Oh, das Herz klopft, Panik macht sich breit. Und was fällt einem dann Gott sei Dank mal ein? Wir könnten ja noch schnell klopfen. Wir mussten nur bis 14, aber trotzdem, ich lasse dieses Gefühl los und gehen. Es wird nichts passieren, es wird schon. Und zack, rauscht es ab. Und was war? Was war? Es war ein Hochgefühl. Es war so geil, es hat so Spaß gemacht, dass wir sie ganz oft gefahren sind. Und es zeigt mal wieder, wir wissen nicht, was in der Zukunft passiert. Angst entsteht und Panik, die wir uns mit unseren Gedanken machen. Aber es hat geklappt. Es hätte auch nicht klappen können. Ja, natürlich. Weiß ich aber vorher nicht. Und brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich habe es aber ausprobiert. Und ich habe noch mehr ausprobiert. Und ich habe viele Ängste überwunden. Und es hat geklappt. Und es war schön. Es war super. Man könnte ja süchtig werden. Aber Acht geben. Auch süchtig werden kommt von unseren Gedanken. Nochmal und nochmal. Und es wird besser. Also unsere Gedanken, unsere Bewertung steckt da drin. Ich kann nur für meinen Teil sagen, boah ey, schön, dass ich Kinder habe, mit denen ich das noch alles erleben darf. Schön, dass ich meine Ängste mit ihnen zusammen wirklich vergessen kann, dass sie mir so toll helfen. Schauen Sie sich nach Ihren Ressourcen um, auch wenn Sie Angst haben. Ressourcen,
Menschen, die ihnen helfen können, an Dinge, die sie sich erinnern. Wie diesen schönen Wald, in dem ich gerade stehe. Das sind Ressourcen. Und die, hier dieser Wald, den gibt's umsonst. Hierher gehen, bewusst werden, stehen, atmen, zu sich kommen, im Hier und Jetzt. Das kriegen sie. Und das müssen sie nutzen, damit sie auch ihre Ängste überwinden können. Und es mag nicht so eine lustige Angst sein wie jetzt, aber sie schaffen das. Und mit Humor schon allemal. Oh ja, waren viele Ältere auch in der Achterbahn. Hey, die haben es alle geschafft. Es liegt jetzt nicht unbedingt am Alter, um die Freude zu haben und seine Ängste ein wenig zu überwinden. Also, das war direkt aus dem Leben. Schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass ich Ihnen ein wenig erzählen konnte aus meinem Leben und wie wir die Verhaltenstherapie anwenden. Also, klopfen, bei sich bleiben und einfach mal Mut haben, etwas anderes zu machen und es auszuprobieren. Bleiben Sie dran. Von nichts kommt nichts. Erzählen Sie mir, wie es Ihnen ergangen ist. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao, Ihre Sandra Gensicke.